Hallo Leute, Super Mario Lufis hier und im heutigen Video werde ich euch die neue exotische Raid-Waffe, die Revenants, vorstellen. Ich hatte schon das Glück, sie zu bekommen, beziehungsweise hat es mir ein Kollege geschenkt. Wie so oft, da ich immer Lootpech habe, auf jeden Fall habe ich sie. Und ich werde euch die Waffe jetzt in diesem Video vorstellen mit Gameplay und alles, was ihr über die Waffe wissen müsst. Zuallererst möchte ich mal sagen, die Waffe bekommt ihr nur aus der Kiste vom Endboss vom zweiten Raid Stahlross. Es gibt aber auch eine kleine Chance, dass die von den einzelnen Bossen gedroppt wird. Da besteht aber nur eine sehr geringe Chance. Die hauptsächliche Wahrscheinlichkeit, dass ihr die Waffe bekommt, ist am Ende der Kiste. Dafür müsst ihr die Schlüssel sammeln, die 5 Schlüssel oder 4 Schlüssel. Einen bekommt ihr immer vom Endboss. Wenn ihr 5 Schlüssel habt, beim Endboss gibt es dann in so einem Wohnmobil eine Kiste. Dort die Kiste aufmachen. Dort habt ihr dann eben die größere Chance, die Waffe zu bekommen. Die Revenants ist ein exotisches Gewehr mit 240 SBM und 60 Magazinkapazität. Einmal abgedrückt werden beide Läufe gleichzeitig abgefeuert. Von der rechten Schulter aus abgefeuert fügen Treffer offensive Zündpatronen zu, von der linken Schulter aus werden defensive Zündpatronen hinzugefügt. Treffer von einer Schulter bringen alle Zündpatronen der anderen Schulter, wenn vorhanden, zur Explosion. Bei der Explosion fügen offensive Zündpatronen 100% mehr Waffenschaden hinzu und die defensiven Zündpatronen für 5 Sekunden lang 4% mehr Rüstung und 10% mehr Rüstungsschaden. Das Ganze kann man 10 Mal hinaufbringen, umso mehr Rüstung bekommt ihr hinzu und umso mehr Explosionsschaden macht ihr. Der Explosionsschaden, den kann man auch beeinflussen, natürlich mit dem Gear. Ich spiele hier deswegen den Demolisten aus Spezialisten, aber schauen wir sich vorher mal an. Die ganzen Mods, 5% Crit Chance, 10% Stabilität, 5% Crit Damage und auch noch 10% mehr Nachladetempo. Ich habe das aber getestet, es bringt mehr, wenn ihr auf Waffenschaden geht, denn der Explosionsschaden wird vom Waffenschaden berechnet und wenn ihr mehr Explosionsschaden quasi hinzufügt, für euer Gear zum Beispiel durch China Light, dann macht ihr im Endeffekt dann weniger Schaden, als was ihr, wenn ihr voll auf Waffenschaden geben würdet mit der ganzen Explosionen. Aber wie schaut das Ganze aus? Ich schieße über die rechte Schulter, dann seht ihr zum Beispiel über NPC, der ist jetzt voll gesteckt, da ist die ganze Balken ist voll. Und wenn ich jetzt einen Schuss über die linke Schulter abgebe, dann habe ich quasi die Rüstung dazu bekommen. Das gleiche über die rechte Schulter, schauen wir sich das an, ich schieße über die linke Schulter, ein Schuss über die rechte, dann bekomme ich Bonusrüstung. Wenn ich das jetzt nochmal mache, bekomme ich noch mehr Bonusrüstung, weil die eine noch nicht abgelaufen ist. Und wenn ich das Ganze dann über die rechte Schulter mache, also den Stack über die rechte Schulter hole, dann macht man dann mehr Explosionsschaden. Das ist ziemlich viel. Jetzt habe ich hier einen unsterblichen NPC, aber wenn ihr das ein bisschen stackt und dann über die linke Schulter schießt, ist der NPC dann meistens auch tot. Später dann werde ich euch dann noch ein Gameplay herzeigen vom ersten Boss, vor ein paar Hunter, die ich gelegt habe und vor einem Kontrollpunkt auf Heroisch mit dieser Waffe, dass ihr ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommt. Natürlich könnt ihr immer rechts, links die Schulter wechseln, so bekommt ihr immer ein bisschen Rüstung hinzu und macht auch den Explosionsschaden, aber mir ist das zu anstrengend am Controller, ich habe das probiert. Ja, Katastrophe. Hier seht ihr zum Beispiel, ich stack den kurz. Dann schieße ich einmal über die linke Schulter, die Explosion tötet den NPC dann sofort. Hier meine ich, wenn ihr ein bisschen immer wechselt, rechts, links, dann bekommt ihr quasi den defensiven Zündungsbuff und den offensiven, aber ich glaube, das solltet ihr selber dann herausfinden, wenn ihr die Waffe habt, wie ihr die am besten spielen wollt. Jetzt zeige ich euch nochmal her, wie die im PvP ist. Ich sage mal gleich, sie ist nicht so leicht zum Spielen im PvP, aber wenn ihr die Stacks oben habt, dann ist kein Spieler mehr sicher, denn die Explosion macht fast jeden Spieler hier sofort tot. Mein Kollege hier hat 1,9 Millionen Rüstung. Auf Schild kann man auch stacken, aber da macht man dann nicht mehr so viel Schaden. Aber wenn ihr das gut macht, und ich bin hier allein in der Gruppe, also ich kriege auch keine
Teammate-Buffs, zum Beispiel durch die Heilung, durch Spezialisten. Also da geht sicher noch viel, viel mehr, was man hier quasi an Schaden machen kann am Spieler. Und ihr werdet gleich sehen, ich mache hier mit der Explosion hier 2,2 Millionen und das Solo. Und das eigentlich ohne ein Westentalent. Hier habt ihr das Setup von ihm. Er hat 1,9 Millionen Rüstung. Aber es hilft einfach nichts, wenn die Explosion, die killt einen trotzdem. Ja, das war eigentlich jetzt die Vorstellung von der Ravenous, von der exotischen Waffe. Jetzt bin ich mal interessiert, habt ihr die Waffe schon bekommen, beziehungsweise wie weit seid ihr beim Raid? Interessiert euch die Waffe überhaupt? Probiert ihr die zu bekommen? Jetzt ist eure Meinung gefragt, natürlich Like und Follow nicht vergessen und das Video sharen. Jetzt zeige ich euch, wie gesagt, noch ein wenig Gameplay mit der Waffe. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Haut rein, ciao, ciao. Sind alle markiert. Ja, die sind alle markiert. Tot hinten, Alter. Wieso, was spielst du? Hier Defenders Bus. Ja, mach mal weiter, oder? Zündkappe. Oh. Ich komm. Was ist das denn für eine Waffe, Alter? Was, hä? Ja, schon.
Und wieder kein Nimmt. Super. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Wieder 6 Bosse gemacht, Bond und nicht bekommen. Einer von den 3 Lichtern oben anfängt zu leuchten. Und du drückst dann Viereck schon gedrückt halten und das kommt dann zufälligerweise rot. Dann kannst du unten beim Computer gleich aktivieren und musst nicht zuvor erst eine von den 4 Pipelines finden, die was halt das Feuer weg abdreht, so quasi. Das heißt, du überspringst du quasi die Feuerphase sofort. Wenn du rechtzeitig oben bist dann. Kontrollpunkt abgeschlossen. Exoknarre. Irgendwie kriege ich die Rüstung nicht gebufft. Oh ne, jetzt kommen Hunter auch noch. Oh, Leco mio. Sind nicht was das. Scheiße, ich habe nur Granaten. Ich bin hier im PvE und nicht im PvP. Verdammte Scheiße, jetzt ist der Hunter oben am Geschütz.